Heute mit der Parteivorsitzenden Martin Schilderborn stellen Sie folgende Themen zur angedrohten Blockade des Bürgergeldes durch die Unionspartei, zur Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland und zur Wahl von Lula zum neuen Präsidenten in Brasilien. Im Anspruch ist wie immer Gelegenheit zu fragen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Die drei genannten Themen möchte ich jetzt kurz vorstellen. Zunächst zur Blockadedrohung der Union beim Bürgergeld. Das ist ein Paradebeispiel dafür, aber gleichzeitig auch ein politischer Offenbarungseid für die Union, wie sie auf dem Rücken der Ärmsten in der Gesellschaft sich versucht, in dieser politischen Situation zu profilieren. Ein Offenbarungseid von sozialer Herzlosigkeit. Sicherlich das Bürgergeld bleibt in vielen hinter dem zurück, was wir uns vorstellen. Es ist noch immer keine Sanktionsfreiheit gegeben. Die Sätze sind viel zu niedrig. Und dennoch muss man an dieser Stelle natürlich konstatieren, dass auch wenn Hartz IV an dieser Stelle nur weiterentwickelt und nicht überwunden wird, es geringfügigere, zumindest Verbesserungen für die Ärmsten der Gesellschaft gibt. Und sich diesen geringfügigen Verbesserungen in den Weg stellen zu wollen, aktiv politisch aus Taktiken, die allein die Union erklären kann, also wie gesagt, aber diese Taktiken auch auf dem Rücken der Ärmsten der Gesellschaft auszutragen, das ist völlig inakzeptabel. Es gibt zum Beispiel eine kleine Erhöhung des Regelsatzes überhaupt nicht ausreichend, eine Erhöhung des Schonvermögens oder auch die Einführung von Schonfristen für Menschen. Das sind geringfügige Verbesserungen, für die sich auch meine Partei an dieser Stelle stark gemacht hat, auch wenn wir der Ansicht sind, dass das Bürgergeld bei weitem nicht ausreicht, um den Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und wir werden weiter dafür kämpfen, dass in einem ersten Schritt die Erhöhung der Regelsätze auf 678 Euro, so wie es auch die Sozialverbände fordern, irgendwann erreicht wird, und zwar so schnell wie möglich, angesichts der Inflationsentwicklung, gleichzeitig auch die Abschaffung der Sanktionen in den weiteren Mittelpunkt unserer politischen Arbeit, was das Bürgergeld betrifft, stellen. Das dazu. Zweiter Punkt, die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland. Hunger wird wieder als Waffe eingesetzt, der vor allem den globalen Süden betreffen wird. Es ist fürchterlich, dass mit der Hungersnot und damit auch mit dem Verhungern von Menschen gespielt wird oder auch aktiv sozusagen Kriegsführung betrieben wird. Gleichzeitig wird die Aussetzung des Getreideabkommens seitens Russland dazu beitragen, dass die Lebensmittelpreise auch in Deutschland weiter ansteigen, weil dadurch Getreide ein knappes Gut wird, mit dem ja zusätzlich noch spekuliert wird. Noch immer ist Nahrungsmittelspekulation mit Getreide an den Nahrungsmittelbörsen nicht untersagt. Ein Riesenskandal, dass noch immer damit spekuliert werden kann mit dem jetzt wieder künstlich verknappten Gut. Und wir sind der Ansicht, dass dieses Getreideabkommen, das ja unter der Aufsicht und Vermittlung der Vereinten Nationen zustande gekommen ist, von allen Beteiligten, also an dieser Stelle von Russland und der Ukraine, fortgesetzt werden muss und dass Russland, die russische Regierung, ihre Blockade an dieser Stelle aufgeben muss und das Getreideabkommen weiter existieren soll. Und wir sind auch der Ansicht als Linke, dass die jetzt anstehende Reise von Olaf Scholz einen sehr guten Anlass bietet, die anstehende Reise von Olaf Scholz nach China, um China davon zu überzeugen, als der politische Macht, die derzeit Einfluss auf Russland weltweit ausüben kann, auf diplomatische Initiativen zu drängen, Russland auf diplomatischem Wege dazu bewegen, vom Kriegskurs abzusehen, den Krieg einzustellen, auch das Getreideabkommen wieder aufzunehmen. Und insgesamt kann man sich da auch ein gemeinsames diplomatisches Format vorstellen, wo die Bundesregierung, die chinesische Regierung dazu nicht überredet, sondern davon überzeugt, diese diplomatischen Initiativen aufzunehmen. Und wir könnten uns vorstellen, dass es gemeinsame chinesische und europäische Friedensinitiativen, diplomatische Initiativen gibt, um diesen fürchterlichen Krieg zu beenden und damit unter anderem eben auch tatsächlich zu verhindern, dass Hunger zur Waffe wird. Und zum dritten Punkt, Wahlsieg von Lula in Brasilien. Ja, wir freuen uns natürlich, dass die Hoffnung gesiegt hat über das Prinzip von Jair Bolsonaro, die Hoffnung, die durch Lula da Silva verkörpert wurde, auf ein Leben in sozialer Gerechtigkeit, Stärkung der Demokratie, Umweltschutz, und diese Hoffnung sich durchgesetzt hat gegen den Hass und die Teilung, die Jair Bolsonaro vorangetrieben hat in der brasilianischen Gesellschaft, mit der Zerstörung des brasilianischen Regenwaldes zum Beispiel, mit den Angriffen auf die Demokratie, auf Minderheiten, auf Sozialsysteme und Klimaschutz.
Von daher, Lula übernimmt natürlich das Land in einer schwierigen Situation für Brasilien, ein tief gespaltenes Land. Er steht vor einer Fülle von großen Aufgaben, doch die Hoffnung auf eine Politikwende hat die Brasilianerinnen und Brasilianer mehrheitlich überzeugt. Wir teilen diese Hoffnung und wir hoffen sehr, dass Lula erfolgreich als Präsident das Land Brasilien, aber damit nicht nur das Land Brasilien, sondern Lateinamerika auch beispielgebend in eine bessere Zukunft führen kann und damit auch ein Hoffnungsgeber für andere Regionen wird. Vielen Dank. Ja, wenn Sie einmal Ihren Namen kurz sagen und dann... Moritz Rödle für die ARD. Herr Schödewan, heute hat die Gaspreiskommission ihr Ergebnispapier übermittelt. Haben Sie dazu auch einen Kommentar für uns? Das müsste ich mir tatsächlich im Detail nochmal angucken. Ich würde Ihnen dann aber gern einen Kommentar dazu geben, nachdem ich mir das im Detail habe angucken können. Unsere Forderungen sind ja bekannt. Wir haben die letzte Woche vorgestellt. Unsere Ideen für einen Gaspreisdeckel und einen Strompreisdeckel, die möchte ich an dieser Stelle nicht wiederholen, aber wir würden uns dann in kürzerer Zeit wieder an Sie wenden. Ja. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich Ihnen fürs Kommen und sage bis zum nächsten Mal.